meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der wunderschönen Villa Hammerschmidt und draußen an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie sehr herzlich und erlauben Sie mir eine persönliche Antwort auf das, was Herr Hutmacher gerade gesagt hat. Es war in der Tat für mich jedes Jahr ein Erlebnis, das ich immer herbeigesehnt habe. Die Gespräche, die wir im Vorfeld geführt haben, zur Gestaltung der Themen, zur Auswahl der Vortragenden, gehören mit zu diesem Erlebnis. Das waren nicht Stunden, das waren Tage von einem Hin und Her, von Abwägung, von Zusagen, von nicht erreichen können, von dann auch Absagen einfangen. Also eine ganz große Erfahrung. Auch dafür ganz herzlichen Dank, dass du mir das Vertrauen gegeben hast. Und damit will ich tatsächlich in die Moderation einsteigen. Erlauben Sie mir eine förmliche Vorbemerkung, die ich mit den Vortragenden abgesprochen habe. Wir möchten Sie gerne einladen, dass wir unsere wohlverdienten, hart erarbeiteten Titel, ich glaube, das ist so, nicht? Kann man sagen, dass wir die alle beiseite legen. Also heute gibt es keine Titel unter uns. Video ab. Während meiner Einführung werden Sie ein Video sehen. Tatsächlich ein Zoom in die Mandelbrotmenge, in Deutschland auch als Apfelmännchen bekannt. Stellen Sie sich ein Quadrat vor, in dem unendlich viele Punkte sind. Und hinter jedem dieser Punkte in dem Quadrat hängt eine komplexe, unendliche mathematische Geschichte. Das ist das, was wir sehen. Und in diesem Video haben wir tatsächlich einen Zoom bis zu einem Zoom-Faktor von 10 hoch 220. Das bedeutet, dass 220 Mal kontinuierlich 10-fach vergrößert wird. Und wenn man sich das vorstellen will, dann ist das so, als würde man aus dem ganzen Universum hinunter an einer bestimmten Stelle auf ein Elementarteilchen zoomen. Und das aber 5-mal. Denn dieser Zoom vom Universum auf ein Elementarteilchen umfasst nur 44 Größenordnungen. Wir sehen aber 220. Und tatsächlich gibt es Weltrekordversuche über den Zoom in die Mandelbrotmenge. Und seit 14 Tagen ist der neueste Stand ein Zoom-Faktor, hören Sie genau zu, von 10 hoch 20.000. 10 hoch 20.000. Das kann man auf YouTube anschauen, von diesem Autor, den Sie eben gesehen haben. Man muss allerdings roundabout 10 Stunden zuschauen. Aber immerhin, man stelle sich vor, in 10 Stunden durchläuft man ein Zoom-Faktor von 10 hoch 20.000. Nun, ich hatte schon gesagt, dass uns hier heute nicht nur Vorträge erwarten, sondern eine Einbettung in großartige musikalische Darbietungen. Gestern Abend der Anfang und heute Abend geht es weiter. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Petersberger Gespräche so etwas wie eine wahre Marke geworden sind. Und ich denke, dafür gehört jetzt schon, und Sie werden das also immer mehr im Laufe des Tages bestätigen, das weiß ich aus der Vergangenheit, für diese Gestaltung einer Marke sind wir dem Team um Herrn Hutmacher schon jetzt sehr dankbar, und ich glaube, das verdient einen schönen, herzlichen Applaus. Bevor ich nun unseren ersten Gast vorstelle, möchte ich gerne eine persönliche Anmerkung machen. Ich muss gestehen, ich bin ein langjähriger, großer Fan von Lex Fridman. Lex, L-E-X,
Friedman, Friedman. Sehr empfehlenswert. Er hat so gut wie alle führenden KI-Köpfe in dieser Welt interviewt. In einem der Interviews habe ich unseren ersten Gast kennengelernt. 9 Stunden lang waren die Interviews. Und zu Anfang sagt Lex Friedman etwas, das sich dann im Laufe des Interviews auch für mich bestätigt hat. Es handelt sich um jemanden, der gewiss als einer der brillantesten und besonders originellsten Köpfe beschrieben werden kann. Sie wissen, wen ich meine. Er lebt in Kalifornien, er ist Philosoph, aber auch Kognitionswissenschaftler und er forscht insbesondere die Auswirkungen von KI über die reine Technologie und ihre Fragen hinaus und sieht sie als wertvolle Ergänzung aufregender philosophischer und neurowissenschaftlicher Perspektiven. Und dafür haben wir ihn natürlich heute hier. Das ist das, was uns in seinem Vortrag besonders interessiert. Nun, wenn man die Grenzen der KI aus wissenschaftlicher, und damit meine ich in erster Linie mathematischer Sicht, diskutiert, stößt man unweigerlich auf die Überlegungen von Alan Turing und Kurt Gödel. Da KI auf Algorithmen beruht, bewegt sie sich in den Grenzen dessen, was berechenbar ist. Übrigens, das Wort berechenbar im Deutschen ist natürlich missdeutend. Man sagt besser computable. In engem Zusammenhang damit steht natürlich das Konzept von Gödel über die Unentscheidbarkeit, das er in einer Jahrhundertarbeit von 1931 in die Welt gebracht hat und das die naturwissenschaftlich-mathematische Welt tatsächlich in ihren Grundlagen, in dem Glauben, was ist möglich, erschüttert hat. Denn er hat ja gezeigt, wenn man das karikaturhaft beschreiben darf, dass es in einem formalen System wie der Mathematik mathematisch sinnvolle Aussagen gibt, die aber im Rahmen des Kalküls der Mathematik weder bewiesen noch widerlegt werden können. Man könnte sagen, das ist so wie ein Schweizer Käse, wo es Löcher gibt und in diese Löcher kommt die Mathematik und alles, was daran aufbauend hängt, nicht hinein. Und jetzt verstehen Sie, warum Sie dieses Video sehen, denn die Mandelbrotmenge ist in einem ganz strengen Sinne nicht computable. Ja, da werden Sie sagen, aber da wird doch offenbar etwas berechnet. Und dabei sind wir schon mittendrin in den Gedanken von Joscha Bach, das werden wir gleich erleben, weil er einen Disput mit dieser Geschichte von Gödel und den Beziehungen auf unser Gehirn pflegt. Also wie passt das Bewusstsein in dieses Bild? Ist es computable oder liegt es für immer in einem der Löcher des Schweizer Käses im Sinne von Gödel? Einflussreiche Denker wie Roger Penrose sind dieser Meinung und begründen das. Und wenn man ihn zusammenfasst, könnte man Penrose so beschreiben, dass er sagt, unser Bewusstsein ist für immer verschlossen gegenüber den klassischen naturwissenschaftlichen Methoden. Und wenn man das karikaturhaft beschreiben möchte, dann kann man das nicht besser als mit einem Aphorismus von Emerson Pugh, das im Deutschen sagt, wenn unser Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen können, dann könnten wir es nicht verstehen. Auf dem Satz muss man ganz lange kauen,
und darf sich dabei nicht verschlucken. Aber es hilft. Nun, Joscha Bach nimmt eine gegensätzliche Position ein und karikaturhaft wieder würde er vielleicht sagen, wir werden gleich hören, ob er dem zustimmen kann, er würde vielleicht karikaturhaft sagen, eben weil unser Gehirn so einfach ist, können wir es verstehen. Wie sieht also Joscha Bach diese Fragen, deren Hintergrund ich ein bisschen ausgemalt habe? Und wie kann er uns helfen, in dem, was an Entwicklung vor uns steht, zu begreifen, was erreichbar ist und was vielleicht zu einer superintelligenten KI führt? Video stoppt.